Hallo Leute und recht herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey, das Vermächtnis der ersten Klinge. Ja, wir spielen im DLC weiter und wir haben auch schon zwei Älteste getötet in den letzten Folgen und jetzt werden wir doch mal schauen, wie es hier weitergeht. Dort unten ist das nächste Ausrufezeichen, die nächste Quest, 176 Meter weg und da werden wir doch jetzt mal hinschauen, was wir dort machen können. Und ich hoffe mal, dass uns jetzt mal ein bisschen mehr EP bekommen, dass wir hier die neue Fähigkeit skillen können. Die brauchen wir auch übrigens für eine Trophy. Und die will ich auf jeden Fall machen. Na, den lassen wir in Ruhe. Der wird jetzt gleich wieder kommen wahrscheinlich. Dann machen die hier mal alle weg. Okay, es müsste schon gewesen sein hier in dem Lager. Bevor wir die befreien, werden wir aber noch den Rest hier noch machen. So, ein Schatz ist da, der ist noch hier. Denn auf einmal her? Haben wir überhaupt nie gesehen. Okay, der Söldner scheint hier nicht gekommen zu sein. Sehr schön. Ah, jetzt kommt er. Na komm, die werden wir noch schnell snacken. Sonst geht er mir auf die Eier. Macht auf jeden Fall gut Damage. Wir heilen uns mal. Alter, willst du mich verarschen? Ruhe hier! Alter Schlawiner! So, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal rein zu dem. Ich werde. Lass uns von hier verschwinden! Okay. Muss ich was raus eskortieren? Das wird doch nicht das Problem sein. Wir werden schon aus dem Lager. Wie geht? Oh, warte mal, hier ist noch Material. Söldnerin, ich danke dir. Diese Scheißer dachten, sie könnten mich festhalten, aber sie lagen falsch. Kein Gefängnis und kein Mensch kann mich festhalten. Nicht mal dieser dumme Orden. Das habe ich gesehen. Gut. Sie haben mir mit all ihren Söldnern die schöne Aussicht beim Weintrinken ruiniert. Niemand will hässliche Söldner bei seinem Haus rummarschieren sehen. Nichts für ungut. Schon in Ordnung. Ich habe sie belauscht und sie sagten, sie hätten noch drei Söldner hierher gebracht. Ist das zu fassen? Ich verschaffe dir deine Aussicht. Ja, verdammt! Denk daran, es sind drei Söldner. Wenn sie weg sind, trinken wir ein Becher Wein und genießen die Aussicht. Obwohl du selbst auch Söldnerin bist. Das klingt gut. Okay, wir müssen drei Söldner töten.
Vielleicht haben wir sie schon abgeschlossen. Wenn wir... Wir haben ja schon ein paar getötet. Einen Söldner entdeckt. Verfolgen wir mal. Aus dem Norden, okay. Jetzt gehen wir nochmal. Okay, mehrere Quests angenommen. Jetzt schauen wir mal. Ob uns die hier gleich markiert werden. Ne, werden sie nicht. Hier ist einer, oder? Genau. Aber da ist einer. Okay, die werden es der markiert, ist ja top. Und hier oben ist auch einer. Sehr schön. Was machen wir denn? Ich glaube, wir gehen jetzt gleich mal hier runter und machen erstmal das hier fertig. Die anderen holen wir uns dann später. Haben wir ein bisschen Zeit. Wir können es ja schön genießen hier, das Spiel. Vielleicht. Cassandra, was machst du denn hier? Das wollte ich dich gerade fragen. Praktische Arbeit hilft mir dabei, meine Gedanken zu ordnen. Du jagst gern. Ja, es gibt hier meistens Hirsche. Immer wenn ich dich sehe, rettest du Leben. Du beendest sie nicht. Nun, ich sehe kein Problem, wenn man es ausgewogen und mit Respekt vor dem Tier tut. Ein schöner Gedanke. Ich wollte gerade los. Willst du mich begleiten? Klar. Ich glaube schon. Das wäre schön. Mal sehen, wie gut du wirklich bist. Wie viele Hirsche kannst du wohl erwischen? Finden wir es raus. Der hat doch vorher schon so viel gekillt. Das Wild ist normalerweise hier. Guter Schuss. Der Reos kämpft gut. Sicher übt er viel. Und das jeden Tag. Trotz seines Alters. Dein Vater ist ein Mann weniger Worte. Haben wir die, glaube ich, geschlossen, die Quest? Okay. Wir holen uns noch hier die Haut. Oder Leder, Fell, keine Ahnung, sagt wie ihr wollt. Hast du das gehört? Was? Mir nach, sei leise. Was ist los? Vertrau mir. Da. Ein Eber? In Makedonien? Das sieht man selten. Köstlich. Das ist... Sei still. Ich will doch bestimmt schon wieder was mit ihm anfangen, da. Die guckt doch schon wieder so komisch. Ich kann es fast schmecken. Was soll das? Eberfleisch. Das macht alles gleich besser. Du bist ein guter Koch, Natakas. Gut genug für die Götter. Ein altes Familienrezept. Meine Großmutter würde sich freuen. Wir sollten alle so genießen wie die Götter. Wir? Götter? Sprich nur für dich. Ich bin schon eine Göttin. Du hast etwas Besonderes an dir. Jeder kann es sehen, aber niemand, nicht einmal du selbst, könnte es genau benennen. Nach allem, was in Makedonien geschah, kannst du wohl nicht hierbleiben. Ich weiß nicht. Wir laufen immer weg, seit ich ein Kind war. Meine Mutter fand immer einen Weg. Egal, ob am Straßenrand oder in einer Höhle, sie wärmte uns, beschützte uns. Sie gab uns ein Zuhause. Dieses Gefühl werde ich wohl nie wieder haben.
Ist sie tot? Sie starb vor Jahren. Wie meine Geschwister. Es war der Orden. Damals sah ich meine Schwester Nema zum letzten Mal. Was ist mit dir? Mit deiner Vergangenheit? Ich habe keine Familie. Nicht mehr. Ich habe keine Familie. Keine, die den Namen verdient. Wir werden von der Vergangenheit geformt, aber nicht bestimmt. Du sagst, sie sind Perser? Dareios behauptet, König Xerxes getötet zu haben. Ha! Das glaubst du doch nicht, oder? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich glaub's nicht. Ich glaube ihm nicht. Selbst für mich klingt das zu verrückt. Und doch haben sich schon verrücktere Behauptungen als wahr erwiesen. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Dareios sagt, dieser Orden sei hier, um mich zu suchen. In der Notiz war auch die Rede von anderen. Es gibt noch andere wie dich? Wenn ich ihm Glauben schenke, ja. Aber woher weiß ich, dass Dareios nicht für den Kult oder den Orden arbeitet? Er hat doch gehört, dass du eine große Kriegerin bist. Vielleicht braucht er dich für den Kampf gegen den Orden. Wenn er nicht einer von ihnen ist. Die Frage ist doch, vertraust du ihm? Es ist mir unmöglich, Menschen zu trauen. Autsch! Außer dir, Barnabas. Das klingt, als müsstest du zurück zu den Persern, wenn du wissen willst, was wirklich vor sich geht. Dareios verbirgt etwas. So viel ist klar. Dann sei vorsichtig. Sein Geheimnis könnte eine Falle sein. Ich werde so vorsichtig sein wie immer. Genau das macht mir Sorgen. Ah, soll das denn heißen? Okay. Gut, dann schauen wir doch mal weiter. Sprich mit. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Quest hier fertig, bevor wir irgendwas Neues annehmen. Wir könnten zwar gleich da runter und weitermachen, aber wir machen erst eine Quest mal in Ruhe fertig und dann schauen wir uns die nächsten an. Dieser sture alte Mann, er sucht auf eigene Faust nach dem Jäger. Was denkt er sich? Er sagt immer, ich arbeite allein. Aber so wird er wahrscheinlich auch allein sterben. Er braucht meine Hilfe, unsere Hilfe. Väter glauben immer, alles besser zu wissen. Du hast die Narben gesehen. Es werden mehr mit den Jahren. Wir müssen ihm bei der Suche nach dem Jäger helfen. Also, was jetzt? Mein Vater folgt seinen Hinweisen, aber ich habe meine eigenen. Der Jäger befehligt seine Handlanger, während er versteckt bleibt. Wir müssen sie finden und sie zwingen, uns zu verraten, wo er ist. Zeig mir, wo sie sind, und ich bringe sie zum Reden.
Einer der Handlanger des Jägers rekrutiert Einheimische für seine Todeseinheit, um dich zu finden. Du musst wissen, dass ich das auch meinem Vater erzählt habe. Ich hatte auch eine Vertraute, die den Orden ausspionieren sollte. Sie wurde zuletzt im Sumpfgebiet gesehen. Ich suche dort nach ihr. Außerdem sind in dem Dorf Potidia viele Menschen schwer erkrankt. Ich habe den Orden im Verdacht. Potidia? Ich gehe diesen Spuren nach, um den Jäger zu finden. Cherin Atakas. Wir sehen uns in Potidia. Ich muss dort Untersuchungen anstellen. Jo, Leute, wir haben Stufe 60 und wir haben natürlich auch einen Fähigkeitspunkt, den wir jetzt natürlich dann gleich mal reinballern werden. Mehrere Quests angenommen. Kann ich jetzt was annehmen? Okay, sagt mir jetzt hier aktuell nichts. Erstmal Fähigkeiten. Und dann hauen wir den hier natürlich rein. Okay, ich bin gespannt, wie sich die Fähigkeit dann spielt. Und durch Attentate getötete Gegner verschwinden sofort und können von niemandem mehr gefunden werden. Das ist schon geil. Müssen wir schauen, wie wir das dann auslösen. So, wir haben hier Informanten. Dann würde ich sagen, machen wir den noch gleich. Gut, den haben wir auch markiert auf der Karte. Dann schauen wir doch mal hin. Na komm, wir nehmen das Pferd, das geht schneller. Und los. Schön, Seldi. Oder? Nee, normaler. Komm schon. Tiere. Wo sind die Wachen? Freien spricht mit dem Informanten. Hey, wie die falsche Tür aufgemacht hier. Vielen Dank. Dank, Söldnerin. Ich war diesen Bestien ausgeliefert. Da war sie im Käfig drin. Passiert dir nichts. Du musst sein Kontakt sein. Mein Sohn hat ein Mitglied des Ordens ausspioniert. Es war sein erster Auftrag. Er wurde gefangen. Ich hätte verhindern müssen, dass er darin verwickelt wird. Es ist nicht deine Schuld. Er traf eine Entscheidung und du hast sie respektiert. Sein ganzes Leben lag noch vor ihm. Doch du... Wohin brachte dieser Irre deinen Sohn? Seine Soldaten brachten ihn flussabwärts. Sie werden ihn umbringen, Söldnerin. Bitte rette ihn. Du bist verletzt. Bleib hier, ich suche deinen Sohn. Bitte beeile dich, Söldnerin. Vielleicht foltern sie ihn gerade. Ich muss ihren Sohn finden.
Okay, also flussabwärts sollten wir nach Hinweisen suchen. Was ist hier passiert? Der Nebel wird dichter. Hier ist irgendwo ein Alpha-Tier. Diese Menschen wurden in Käfige gesperrt und gefoltert. Grauenhaft. Was für ein Monster würde so etwas tun? Heftiger Scheiß. Das ist nicht das Werk von Wölfen. Die Tür ist versperrt, aber die Blutspuren führen tiefer in den Sumpf. Bitte, lass mich frei! Hilf mir doch! Da ist er. Ja, was ist denn? Deine Mutter schickt mich. Beruhige dich, Junge. Nein, töte mich nicht. Bleib mir vom Leib. Komm zurück. Deine Mutter schickt mich. Locker. Junge, komm zurück. Lass mich. Bei den Göttern. Was ist hier passiert? Alter Schwede. Junge, komm zurück! Wo sind... Was soll das? Komm hin, nicht zu nah! Keine Sorge. Jetzt bist du sicher. Verrückter. Komm hier rüber. Er ist gefährlich. Du hast sie getötet. Du hast alle getötet. Du bist ein kluger Bursche. Du wirst hier keine Schmerzen mehr erleiden. Jetzt lauf. Also, das ist Darius Spürhund, der nach dem Jäger sucht. Sag mir, wo er ist, bevor ich dir die Kehle aufschlitze. Du kennst nur Gewalt, nicht wahr? So wie dein Meister. Sag mir, Adlerfrau, traust du diesem Darius wirklich? Ich habe schon sehr lange niemandem mehr vertraut. Du solltest vorsichtig sein, wem du folgst, Adlerfrau. Ich folge gar keinem. Kennst du überhaupt seinen Namen? Seinen wahren Namen? Glaubst du, du kennst Darius? Xerxes dachte, er würde Darius kennen. Was immer du auch vorhast, du wirst scheitern. Unsinn. Du bist doch hier, nicht wahr? Was hältst du von meiner Ausstellung? Es ist das Werk eines perversen Geistes. Eines perversen Persers. Erinnerst du dich nicht an diese Gesichter? Du hast sie getötet. Sie hatten Freunde, Geliebte, Familie. Hatten ihre Liebsten den Tod verdient? Und verdienen sie keine Rache? Kommt keinen Schritt näher. Nichts davon war persönlich. Also tötest du andere nur für den Profit? Ihr zwingt mich dazu! Ich habe dich zu gar nichts gezwungen, Adlerfrau. Du bist es, die es tut. Du und deinesgleichen. Ich leg die alle um. Mir nicht in den Weg! Denkt mich nicht, euch weh zu tun. Du kannst dich nicht verstecken. Ich komme dich holen. So, wir machen mal das Kopfgeklemme weg. Komm raus, Feigling. Stell dich mir.
Wenn ich den mal killen müssen, das hilft nicht. Ich sehe dich. Was soll das? Okay. Haben wir einen Hinweis bekommen? Der Jäger erwartet dich im Wald. Das. Im Wald? Malaka! Ich komme dich holen, Jäger. Blutvergießen. All die Toten. Es musste sein. Würde ich gerne noch das bitte Alpha-Tier erledigen. Wo ist denn das? Da ist es. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen an der Stelle einen Cut und schauen natürlich in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Wir schauen noch ganz kurz noch auf die Karte. Papier, unentdeckten Ort, der war vorher schon da. Unten sind alles voll. Genau, dann würde ich sagen, wir frühstücken noch das Fragezeichen hier ab und gehen dann mal hier runter und schauen natürlich noch kurz zu den Kultisten. Also zu den Ältesten, besser gesagt, Orden, die Ältesten. Wir haben schon wieder zwei Hinweise bekommen. Den können wir eh noch nicht aufdecken. Da fehlt uns noch ein Hinweis, aber den können wir aufdecken bestimmt. Okay, können wir auch noch nicht machen. Folge deinem Vermächtnis. Okay, Leute, dann würde ich sagen, nächste Folge ist dann wieder Questen und Leveln. Und dann werden wir bestimmt auch dann Hinweise bekommen. Und ja, schauen wir uns alles in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Reingehauen, ciao, ciao. Oh ja, Andy.